Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play GTA Online, der Fließerraubüberfall. Beim letzten Part waren wir genau hier stehen geblieben. Und dann würde ich was sagen, weiter geht's. Jo, Sippe wieder am Start. Mit der logischen Sache. Hoch 3. So, gespeicherte Outfits natürlich. Wer und gespeicherte Outfits? Jetzt kommt das Dümmste. Wir klauen mit einem Kuruma ein Kuruma. Ja? Auf jeden Fall. Das ist so schlau, muss ich sagen. Mit einem Kuruma ein Kuruma klauen. Als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich mit jemandem eine Challenge gemacht, alle Leute auf dem Dach mit der Machete töten. Ja, wie gesagt, irgendwann, wir nehmen wahrscheinlich nach dem Raubüberfall aufgenommen haben, nochmals Raubüberfälle auf, aber wir machen die Musketen-Challenge. Nein. Und die Musketen. Das nehme ich mal. Und ich nehme jetzt meinen Kuruma. Also, wisst ihr, wenn ich mit dem Kuruma fahre, fahre ich nicht in Ego-Perspektive. Das einzige. Weil ich kann euch gern mal zeigen, wie das halt aussieht. Was ist mein Kuruma? Das da vorne. Ja, ich kann nur so sagen, mein Kuruma in Ego-Perspektive zu fahren, das ist schrecklich. Das seht ihr hier. Die Sicht sehr leicht eingeschränkt. Du bist schon. Kommst du auch damit zu? Kommt ihr, glaubst du eigentlich zurecht, dass das schon so schnell ist? Also, ich finde den Kuruma eigentlich langsamer gewesen. Ja, aber wie gesagt, hier ist er noch schneller. Da kommt es ein bisschen vor. So. Und ich hoffe, wie gesagt, das erfreut euch, dass jetzt GTA jetzt öfters wieder kommt. Vielleicht kommen auch ein paar Tweezer, solche, keine Ahnung. Vielleicht finden wir wieder ein paar Spieler, die wir vielleicht, wenn sie uns gerade Zeit abschießen, die wir vielleicht eine Party einladen, wo wir die aufnehmen halt. Und da können wir sie ja fragen, wieso schießen sie uns ab? Oder sonst so ein Scheiß. Ja. Weil das Dümmste, was ich hier mal gehört habe, da steht ja eine Anleitung drinne. Und ich hab die Anleitung bei mir. Und da steht nicht drinne. Vielleicht wurde das mal hinzugefügt. So, jetzt hol ich erstmal meine AP-Pistole Res. Das Tech 9 spielen, das ist der ehemalige Tech 9. Der heißt, ich glaube, Reihenfeuerpistole oder so eine Scheiße. So. Hey, das ist ziemlich interessant halt mit der, wie gesagt, mit der Ego-Perspektive. Vor allem das Fliegen darf Laune machen. Das Ding wird genauso beschissen wie im Corona mit Ego-Perspektive zu fahren. Da mache ich definitiv eins. Ich bin da definitiv der Pilot. Ich bin definitiv da nicht der Pilot, ich bin der Flugzeugschütze. Also beim Gefängnisraubüberfall hergehend. Einen Moment kurz. So, los, komm, komm, komm. Oh, und da vorne ist einer. Das ist ein Gegner. Noch ein paar. So, gut. Und wo sind sie denn?
Das ist da vorne noch der letzte. So, steigt er ein und dann ja. Hilft den Kuruma zu Lesters Fabrik zu liefern. Also ehrlich, einen Kuruma überhaupt anzuschießen, das ist die dümmste Idee, die man machen kann. Ich glaube, bei der Old Ring so ein Bug, das heißt, wenn du vorne zwischen Fahrerscheibe und Windschutzscheibe mit der Schrotflinte draufgeschossen hast, war der One-Hit down. Ja, weil wenn du näher dran stehst, wenn du etwas weiter entfernter bist, dann geht's nicht. Ja, dann geht's auch, dann trifft die Schrotflinte auch nicht. So weit entfernt. Das habe ich nämlich mal ausgetestet. Du kannst den Kuruma draufschießen, wo du willst mit Schrotflinte. Das passiert nicht. Aber an dem Punkt immer One-Hit. Nach der Gegner, wie sie versuchen, jemanden aufzuhalten immer wieder. Und die kriegen es nicht gebacken. Ja. Die kriegen es einfach nicht gebacken. So. Down. Da ist er down, down, down. Und so. Die haben doch schon den Kuruma. Also ehrlich, hier ist doch, ich hab dann schon den. Ja, eigentlich macht's keinen Sinn. Jo, ich hab doch den Kuruma. Normalerweise solltest du die Mission überspringen können, wenn du selber schon einen hast. Ja, aber leider geht das nicht. Nö, du musst das machen. Du musst das machen. Also wie mit den anderen Vorbereitungen. Wenn du das Motorrad schon hast, kannst du es überspringen. Der Pacific Standard, wenn du Valkyrie, Hydra und die ganze Scheiße hast, solltest du überspringen. Bei Kyre darf, bei der Hydra darf man sich freuen. Ja, komm. Beeil dich! Und da ist eine Erdbeere. Oh. Da hinten. Bei D. Apfel. Das ist eine Erdbeere oder Apfel. Keins von beiden. Ich würde eher sagen, das ist ein Apfel. Neben eine Apfel-Erdbeere. Gibt's jetzt neu. Eine Apfelbeere. Was? Nix. So. Jetzt ist es mal wunderschön nachher schon Lester worden und da kann es dann weitergehen. Juhu! Endlich wieder Kohle. Ja, da ist immer ein bisschen Kohle und dann müsst ihr erstmal warten, bis die restlichen kommen. Ja. Dom, Sandrennen, Motorbowling. Alex Power. Oh mein Gott. Also Alex hat Power. Ah ja. Und da ist der Fliesenraubüberfall, da ist er doch. Ich bin immer noch im Ladescreen. Noch immer noch. Das gibt's aber nicht. Tja, mit so einer Bambusleitung habe ich halt nicht so die Vorteile. Aber so eine Bambusleitung hast du nicht, also ehrlich, es gibt schlimmere. Ja, die von Einhorn. Wirklich so, ich habe auch mal in dem Senkkopf gewohnt. So, kannst du einladen. So, bei mir kommt die Visio-Sequenz, der trinkt erstmal eine Runde. So, Einstellungen. Vom letzten Raubüberfall einladen. Ah, da kommt's. Was haben wir da so Schönes? Pauline Electronic.
Übrigens ist es auch empfehlenswert. Da habe ich auch, da habe ich schon mal eine externe her für 80 Euro. Also das muss ich sagen, das ist ein eigentlich guter Preis für 3 Terabyte. Das ist ein ziemlich guter Preis. Wenn du so die meisten 3 Terabyte Festplatten anschaust, ist ein bisschen teuer. Ich habe letztens auch eine gesehen mit 10 Terabyte für 119 Euro. Ah, das ist natürlich gut. Jetzt bist du kurz plus da gewesen. Sehr kurz. Da war noch nicht mehr viel auf Lager. Ah ja, und ja, ich habe mir gerade einmal, ja, kannst du denken, was ich gemacht habe. Was denn? Naja, der Lester hat was gemacht. Deswegen muss ich nur definitiv nach dem Pacific Standard 100%ig den Tisch austauschen. Verbrennen, wegwerfen, die Asche nochmal lasern, dann auch nochmal dran machen und danach fest verschließen und dann Safe und dann einfach wegschmeißen. Und dann den Safe am Grund des Marianengraben versenken. Genau. So, jetzt wisst ihr, wenn man von Lester seine Hinterlassenschaften los wird. Ist dir schon aufgefallen, dass der Karte fast wie ein Vogel aussieht? Nein, das bin ich nicht aufgefallen. Die schwarze hier. Die hier, guck mal ganz genau an. Ganz leicht. Ich sehe da keinen. Guck mal, da ist der Schnabel, oben ist dann. Sind so die Augen, das sieht so vor durchleuchtet aus. Zumindest der obere Teil. Wovon redest du? Seht da kein Vogel. Das sieht aus, wie du weißt, auch so ein Küken von der Seite gesehen hier. Als ob. Ich glaube, der einzige Vogel hier bist du. Nö. Nee, das sieht aber ehrlich von beiden gerade so aus, ist mir gerade aufgefallen. Bin ich nicht. Viel Glück! Ich finde eher, die Karte sieht aus wie Los Santos und Sandy Shores und lass mich Bora sein. Das kann ich nicht sagen. So, meine Maus müsste angezeigt werden, genau. So, natürlich spiele ich erstmal Freizeit, Mafia, Crew, Sperrraub. Und ich spiele diesmal meine Nightblade aus. Dieser war schon mit Motorrad dorthin. Dö. Nightblade ist doch der eine Muscle Car. Nein. Das Motorrad, hup mal. Alter, das hab ich schon bis zu Halloween noch geholt, die Hupe. Oh Mann. Ich glaube, du fährst lieber. Was willst du mit deinem weißen Cabrio hier? Komm. Die Hupe finde ich cool irgendwie. Ach ja, wie gesagt. Die Hupen hier sind voll unnötig, die sind alle so teuer. Oh, da hätte ich eine perfekte Hupe eigentlich. Das ist also aber mein Ruiner. Nie. Die Posaune. Findest du okay, die Posaune? Findest du lustig? Ich muss sagen, ich bin so cool irgendwie. Bei mir wirst du gar nicht hinter mir angezeigt, dass du drauf sitzt. Doch, jetzt hat dein Hut sehe ich bloß ganz kurz. Du bist bei mir übelst tief drin. Ich bin nicht wissen, wo du mich gerade hinfasst. Also, Rio, das ist ein Bug. Nicht absichtlich. Es war nicht mit ganz Absicht. Es war auszusehen absichtlich. Ja, außer mit Absicht, ja. Das kann dir das sagen.
Ja, genauso wie er sagen kann, ja, ich habe aus Versehen Absicht deine Freundin geschwängert. Ich glaube, die Ausrede wird sogar am Anfang ziehen. Ja, jetzt wisst ihr es. Dass es kommen kann. Ja gut, wenn man was aus Versehen macht, dann ist es egal, ob man es auch mit Absicht macht. Aber wenn es aus Versehen ist, dann kann man es auch aus Versehen mit Absicht machen. Ja, und dann eine gute Frage, wenn ein Kumpel mit einer Pistole und ein Zettel da steht 10 Meter Vorsprung, dann soll das schon was bedeuten. Oder find's nicht? Ja gut, ich meine, da musst du wohl aus Versehen mit Absicht in dein Leben rennen. Ja, es geht, aus Versehen mit Absicht, ja, es geht alles. Ja. Ach ja. Und hier auf zu labern, Lester. Ist so nervig, der Typ. Wenn es die Möglichkeit gibt, bei der Story-Modus Lester umzurücken, bitte sag mir Bescheid, auf welche Mission ich das machen kann. Livestream dann. Das nehme ich auch für die Ewigkeit. Selbst wenn es 9 Sekunden dauert. Du kannst ja den einen Autohausbesitzer auftreten. Ich hätte so gern mal, wenn es Mods für die Konsole gibt, würde ich hoffen, dass sie Lesters machen und eine Minigun drauf schießen. Ist aber ehrlich so. Das würdest du gern mal machen wollen. So, ich bin durch mit dem Hacken. Wer kann Lester schon leiden? Es ist ehrlich niemand. Ja, absolut. So, wo ist der Truck hin? Der Truck ist verschwunden vor der Nase. Oder hat der Truck jetzt eine Topspeed bekommen gerade eben? Da sehe ich schon. Tür ist offen. Maske aufsetzen. So, ich würde mal sagen, die Waffe. Ja, wir sind im Livestream, gerade eben bei der Polizei. Polizei-Livestream. So, komm. Denk dran, ganz sanft eindringen. Nicht so schnell. Nicht so schnell, dass der Bohrer heiß wird. Ich gebe alles. Ey, das kann man ziemlich zweideutig erkennen. Ja, nee, sorry. Kann man zweideutig sehen. Bin doof. Weißt du, was ich hier dämlich finde? Was denn? Die bringen eine Bank ein, ja, wo circa 500, 600 Schließfächer sind und wir holen nur das eine. Statt da einfach mit C4. Sind seine Schulden. Ja, aber wir können doch das andere Zeug auch mitnehmen. So als Nebenbei-Verdienst. Ja, Nebenbei-Verdienst ist gut, aber ja. Haha. Ich geb Gas, ich geb Gas. Das hat Schmerz, das macht Spaß. Komm mal, da vorne ist ein Passant. Es macht Spaß. Ich geb Gas. Das ist bei manchen echt so. Naja, Gas und Gas geben. Ne, ich hoffe wirklich nicht so wie bei der. Nicht wieder bei der Innenaufnahme, dass dann der Helikopter, keine Ahnung, ist so verbuggt ist. Ne, das ist mal richtig. Gut. Boah, kennst du das eine Video auf YouTube? Da haben so Leute das alles geschafft. Ich glaube, die waren mit 4 Minuten am Helikopter. Dann nimmt der Helikopter den, glitscht runter, drückt die in die Brücke, dann einfach 27% Schaden. Hätten alles geschafft von Dings, Elite. Nur mit Schaden, weil der Helikopter einfach den Boden rauskommt.
Sowas ist echt Mari. Wir waren doch eigentlich auch ziemlich schnell. Ja, es geht doch schnell, muss ich sagen. Kannst du endlich geschafft haben. Ja. Ja. Ja, ja, wir beginnen zu klammern. Wer ist in mein Haus drinne? Ich bin's nicht. Der mein Haus einbricht. Oh Mann. 143.000. Mögliche tatsächliche Beute. 71.880. Genau. Die Herausforderung, nope. Nein. Yep. Haben wir geschafft. Und yep. Niemand wird erledigt. So. Sowieso nicht. Ja. Insgesamt verdient das Geld 71.880. Yep. Und ich werde Level 21. Ich bin Level 291. Nice. Na gut, ich würde mal sagen, das war's also für den ersten Raubüberfall. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Gebt ruhig einen Daumen nach oben. Und bis zu dem nächsten Raubüberfall, zu dem Gefängnisraubüberfall. Und auf Wiedersehen. Ciao.